Mein botanisches Expertenwissen verrät mir, dass das hier eine Pflanze ist. Und damit seid gerüstet, meine lieben Zwerge, Gnome zu Theodon, zu einem Neupunkt, zu einer neuen Aufnahme, Chaos auf der Punja, Dichter, Sieger des Haus, wie kommen wir hier eigentlich hoch? Ja, gehen wir mal erstmal zum Dichter. Dichter. Was? Was zum Henker? Brot. Das ist so erbärmlich. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ich probier's mal mit Lachen. Ach ja, gute Entscheidung. Wie wär's mit beidem gleichzeitig? Hey! Finger weg! Wenn du jemanden suchst, der zu viel Krams hat, dann geh zu Seagull. Ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich brauche. Aha. Zum Beispiel Brot, Wasser und Kerze. Das ist so erbärmlich. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ich probier's mal mit Lachen. Ach ja, gute Entscheidung. Aha. Jetzt zumindest ein PC, auch wenn der nur aufgemalt ist. Dein Ofen hat er auch. Ja. Das ist so erbärmlich. Ich weiß nicht, probier's. Ach ja. Crane, der Dichter. Wenn man nicht ganz dicht ist, muss man eben dichter werden. Haha. Klopf, klopf. Was bist du denn für einer? Man nennt mich Rufus. Ich heiße Crane. Aber alle hier nennen mich nur den Dichter. Wer nennt dich so? Ich höre das zum ersten Mal. Wahrscheinlich verkehrst du in den falschen Kreisen. Wenn du damit die Kreise außerhalb deines Egos meinst, dann ja. Die meine ich. Prost. Ein bisschen trinken muss auch mal sein. Deine Wohnung kommt mir sehr spartanisch vor. Ich habe alles, was ich brauche. Außer einem Innenausstatter. Ich glaube, das sollten wir nicht fragen. Ich habe so eine Befürchtung, dass ihn kennt. Kennst du Captain Seagull? Du meinst den Idioten, der in der Villa über mir wohnt? Hör auf mit dem! Pass auf, was du sagst. Seagull ist mein Vater. Tja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Oh, hey. Aber du musst schon zugeben, dass Captain Seagull einen lässigen Lebensstil hat. Alles materieller Schnickschnack. Ich brauche nichts von dem Zeug, das er hat. Wie war das gleich? Du brauchst nichts von dem, was Captain Seagull braucht? So ist es. Kann ich mir ein paar von deinen Sachen ausborgen? Nein. Wenn du jemanden suchst, der zu viel Krams hat, dann geh zu Seagull. Ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich brauche. Aha. Du bist echt eine arme Sau. Aber reich im Geist. Ist doch dasselbe. Der Organon plant, Deponia zu sprengen. Ha! Typisch! Die da oben machen doch, was sie wollen. Hast du mir zugehört? Sie wollen Deponia sprengen. Niemand wird das überleben. Willst du nicht irgendwas dagegen unternehmen? Aber doch. Ich werde ein zynisches Gedicht schreiben. Ich nenne es... Sie halten sich für etwas Besseres. Und dieses Gedicht soll dann die Massen zum Widerstand aufwiegeln? Aber nicht doch. Die Massen sind viel zu blöd für meine intellektuellen Höhenflüge. Naja, leidiges Thema. Mach's gut. Genau. Lass mich allein. Ich habe hier ein kleines Memo von Seagull. Was ist das? Eine Nachricht von Captain Hochwohlgeboren? Die kannst du gerne behalten. Ich brauche nichts von dem Zeug, das er hat. Na, dann dürfte dich diese Nachricht umso mehr interessieren. Was? Zeig mal. Ich brauche Kerzen. Verdammt. Er braucht Kerzen. Ich lese es, ja. Und du hast Kerzen. Ja, aber ich... Na? Ich...
brauch sowas nicht. Nimm es ruhig, wenn du es haben willst. Worauf du einen lassen kannst. Ach du Schande. Wir nehmen eine Kerze. So, wir brauchen noch ein Memo für Wasser und wir brauchen noch ein Memo für Brot. Wei. Böse, böse. Gut für Spaß. Braucht da vielleicht jemand Wasser? Von wegen Luxusvilla. Hier haben sich sogar schon Parasiten eingenistet. Das ist mein Aquarium. Ich sammle seltene Zierfische. Selten dämliche vielleicht. Und mickrig sind sie auch noch. Ich müsste sie tatsächlich mal wieder füttern. Ich brauche Brotkrumen. So. Ah, okay. Und Wasser brauchst du? Wasser auch irgendwo für? Vielleicht können wir es irgendwie nähren. Vielleicht können wir das Goldfisch das irgendwie leer machen. Finger weg von den Zierfischen. Ach, Menno. Tja. Schraubenzieher. Finger weg von den Zierfischen. Ach, Menno. Ach, Menno. Finger weg von den Zierfischen. Ach, Menno. Dann wohl nicht. Mit den Büchern haben wir schon. Klavier und Blumen. Ja, von wegen Luxusvilla. Hier wuchert ja bereits das Unkraut. Das sind Blumen, Rufus. Die lasse ich mir als Schmuck aus dem Garten bringen. Dieses hässliche Gemüse? Sie könnten tatsächlich mal wieder etwas Wasser vertragen. Ich brauche Wasser für die Blumen. So. Sehr gut. Zum Dichter. Brotmemo. Ich habe hier noch ein Memo von Seagull. Oh je, mir schwant Übles. Ich brauche Brot. Tja, dann brauche ich es wohl nicht mehr, was? Na los, bedien dich. Oh nein. Wir nehmen dem ja das letzte. Den letzten Bissen weg. So, Wassermemo. Post von Seagull. Oh, bitte nicht. Bitte doch. Ich brauche Wasser, also auch das Wasser. Brauchst Wasser? Klopf, klopf. Du schon wieder? Du bist echt eine arme Sau. Aber reich im Geist. Ist doch dasselbe. Tja. Mach's gut. Genau. Lass mich allein. Du bist echt eine arme Sau. Braucht Seagull zufällig auch noch einen Topf mit einer Fake-Blume drin oder ein Radio oder... Ja, okay. Eine leere Büchse. Tja. Hallo, Glatzmatz. Freunde? Scheint nicht so. Verdammt! Jetzt bin ich doch glatt wieder ohnmächtig geworden. Ich habe nicht mal mehr seine Antwort mitbekommen. Ja. Okay. Vielleicht können wir. Vielleicht müssen wir dem Seagull mal hier die Seite. Ja, wie kommen wir denn hier hoch? Vielleicht können wir dem Seagull jetzt die Kerze, das Brot und das Wasser reichen. Seagull, das Wasser schau mal, Paps, Himmel, Junge! Hast du etwa schon wieder fremdes Eigentum eingesteckt? Hatten wir nicht ausführlich über dein Kleptomanie-Problem geredet? Du bringst das auf der Stelle zurück, junger Mann. Auf der Stelle! Aber er hat's doch freiwillig weggegeben.
Schau mal, Paps. Himmel, Junge! Hast du etwa schon wieder fremdes Eigentum eingeschaut? Hatten wir nicht? Du bringst das auf der Hey, Dad! Alte Kleptomane. Was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein alter Mann zu tun hat? Ja. Was genau arbeitest du denn da? Ich muss Anweisungen an meine Bediensteten schreiben. Und das soll wichtiger sein, als sich mit seinem Sohn zu unterhalten. Wir haben uns seit Jahren nicht gesehen. Ach, und jetzt kommt es plötzlich auf jede Sekunde an? Ich trage Verantwortung für dieses Haus und seine Bediensteten. Ich habe auch verantwortungsvolle Dinge zu tun. Ich muss die Welt retten. Und warum lungerst du dann hier noch rum? Muss ich denn immer noch hinter dir stehen, damit du deine Aufgaben erfüllst? Ein bisschen leuchtet auch schon irgendwie. Irgendwie. Ich hab dir noch lange nicht alles erzählt. Oh je, Rufus. Was hast du denn noch alles ausgefressen? Ich erzähl's dir irgendwann. Ein guter Plan. Ich kontaktiere derweil meinen Rechtsschutzberater. Ja. Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Vergiss den Spruch. Er zieht nicht mal bei Achtjährigen. Tja, vielleicht können wir... Das hier springt ins Auge. Geheimtüren in Bücherregalen für Dummies. Ziehen Sie an dem Buch mit dem Titel Hier ziehen für Geheimtür. Na, wer hätte das gedacht? Na, großartig. Wo ist denn das Buch? Ziehen Sie an dem Buch mit dem Titel Hier ziehen für Geheimtür. Na, wer hätte das gedacht? Aha, und wo ist dieses Buch? Bücher. Ziehen Sie an dem... Na, wer hätte das... Ja, müssen wir jetzt jedes Buch einzeln ausprobieren. Erst dann mit dem... Ziehen Sie an... Na, wer hätte... Oder mit Ziehen dem. Sie an dem... Na, wer hätte... Oder mit Ziehen dem. Sie an... Na, wer hätte das... Hier ziehen für Geheimtür. Ist sehr gut. Ui. Was haben wir denn hier? Das sieht aber interessant aus. Staubsauger. Zum Ausguck. Aha, Windhose. Natürlich. Ich würde locker rankommen. Aber solange sie mir nicht wenigstens ein bisschen entgegenkommt, sehe ich das gar nicht ein. Aha. Vielleicht mit dem Handstaubsauger. Ich würde locker rankommen. Aber solange sie mir... Müssen wir jetzt die Windbedingungen ändern oder was? Ich würde aber so... Ja, ja. Rohr. Willkommen beim Flaggomat. Für Halbmast hier menschliche Asche einfüllen. Praktisch. Ach, menschliche Asche, wo kriegen wir menschliche Asche her? Brotkrumm. Der Flaggomat reagiert nur auf menschliche Asche. Praktisch. Tja. Wo kriegen wir jetzt menschliche Asche her? Der Flaggomat reagiert praktisch. Müssen wir hier irgendjemanden umbringen? Der Flaggomat praktisch. Und dann ist auf Halbmast, dann können wir die Hose runternehmen. Und... Ah, okay. Siegershaus. Was hast du denn hier für ein schönes Gerät? Hey, Dad! Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein alter Mann zu tun hat? Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Vergiss den. Er zieht nicht. Okay. Blumen. Bellevue. Na, dann gehen wir mal hier hinüber. In die Altstadt. Da waren wir noch nicht. Hey, warte. Der Glatzmanns, der hat sich eine Hake geholt. Und hier liegt jetzt der Spaten. Interessant. Ich nehme einen Spaten.